So, direkt weiter bei Wism. Ja, ich zeige euch nochmal kurz vorher den zweitstärksten Gegner, auf den ich hier bisher getroffen bin. Das sind Ogre. Richtig fiese Viecher sind das. Machen mich im Nahkampf mit zwei Schlägen platt. Also echt, mehr als zwei Schläge brauchen die nicht, um mich zu töten. Aber wie man sieht, kann ich ihn ganz kurz frieren. Den stärksten Gegner kann ich noch nicht mal frieren. So. Ah, komm, am besten ist, ich lenke ihn ganz kurz auf mich. Weil wenn ich ihn ganz kurz Das war dumm von dir. auf mich lenke, dann, weiß mal. Ja, bla 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 bla. Stirb, Ogre, stirb. So. 300 Erfahrung gibt er auch, wie der sieht. Also, das ist wie eine Quest, der Typ. Oh, schön, die Truhe auch gerade noch so aufbekommen. Goldmünze, Heiltrank, Beere, magische Heilung und Teller. Sehr schön, sehr schön. Da ist nur ein Feuer. Hier oben muss ich auch noch mal ganz kurz lang rennen. Da oben ist nämlich auch noch ein kleiner Gegner, den ich schnell vernichten möchte. Wieder einer von diese Donner. Da vorne ist er schon. Donnerechse. So, wenn sie da eingefroren ist, kümmere ich mich ein bisschen um die Beeren, die hier so rumwachsen. Ist da vorne auch noch welche? Ja, da vorne ist auch noch welche. Ach, komm schon. Was? Oh, du Scheißviech. Stirb. Zack, 160. Ja, die sind ein bisschen Mana-Pilz und Grünblatt. Okay. Da vorne ist so eine Truhe. Öffnen wir auch eben. Schauen wir nach, was da drin ist. Ah, schade. Oh, gut. Wenig Dietrich-Einsatz. 112 Goldmünzen, Schwert, rostiges Schwert, kleiner Heiltrank, ein Stein und ein Pokal. Da ist noch ein Grünblatt. Das hole ich mir auch eben noch. Und dann werden wir auch schon jetzt direkt weitergehen in die verlassenen Ruinen. Da trinke ich aber auf jeden Fall vorher noch einen kleinen Mana-Trank. Denn ich brauche verdammt viel Mana, wenn ich da reingehe. Da wird nämlich gleich eine kleine Gnomenarmee. Oh, da habe ich den Grünblatt übersehen. Eine kleine Gnomenarmee auf mich zustürmen. Und ihr wisst ja, Gnomen in großen Massen sind echt nervig, weil die mit jedem Scheiß nach einem werfen. Mit Büchern, Steinen, Tomaten, Würstchen, Senf. Ich glaube, wenn man das alles fangen würde, könnte man sich einen Hotdog basteln. So. Mal schauen. Ich werde versuchen, die hier ein bisschen rauszuziehen, weil da drinnen ist es ziemlich eng und so. Da ist ein Häuptling. So, den kann ich eigentlich fast mit Pfeil und Bogen jetzt auch noch töten. So. Oh, da hat er schon wieder mit seinem Buch geworfen. Da ist noch ein Häuptling. Da, der wirft auch schon wieder. Da kommt ein Gnom um die Ecke. Nein, Gnom, bleib da stehen. Ich hätte dich getroffen. Oh, leck mich! So, irgendjemand wird das wohl treffen. Fickt euch! Stirbt einfach, ey. Ihr Schweine. Ich renne mal einfach ein Stückchen weiter zurück, dann müsst ihr auch rauskommen. Da, siehst du. So, zwei Gnome erwischt. Und ein Häuptling schon tot, das ist schon mal nicht schlecht. Haben mich aber mehr Mana gekostet, als hätte sein müssen. Ah. Komm weiter zurück hier, damit der Häuptling mal hier rauskommt. Schau dir das an, der wirft einfach durch die Wände, ne? Ich hasse das. Das ist hier voll Scheiße gebuggt, dass die hier irgendwie durch irgendwas überall durchwerfen können. Wo ist der jetzt hin? Von hinten irgendwo getroffen. Was soll das? Wo ist der? Au, da ist ein Häuptling. Au! Verdammte Scheiße. Daneben! Warum? So. Einmal ein bisschen Nahkampf rein. Kann ich ja auch. Ich habe eigentlich so viel Leben, dass ich da doch mittlerweile auch was kann. Und ich bin Level aufgestiegen. Sehr schön. War ja nicht gerade noch irgendwo ein Gnom? Oh,
leck mich, das ist hier so buggy, diese Stelle. Erstmal 6. Und 5. Und schauen, ob da jetzt was geworfen kommt. Ah, ne, da vorne ist der Gnom. Hier. Guck mal, wie er sich an seinen Kollegen bedient. Brauchst du gar nicht hier probieren. Ich werde dich sowieso looten. Dornenkeule mitnehmen. Oh, da ist noch ein Häuptling. Ah, den hab ich nicht gesehen. Zack. Und den Häuptling habe ich auch ausgeschaltet. Sehr schön. Machete. Ansonsten haben die so nicht gar nicht so viel dabei. Da ist eine Heilkraut. Hey. Ja, weil es so eine kleine Kiste. Warum kann ich die nicht looten? Na, egal. Ich sag ja, alles buggy hier. Ich hasse das. Nochmal einen kleinen Heiltrank, Mana-Trank trinken. Da ist noch eine Sichel. Sehr schön. Hier muss man, in solchen Ruinen muss man immer aufpassen, dass man alle Steinplatten, die auf dem Boden liegen, absucht. Da diese Steinplatten Weisheit vermitteln. Also zumindest, wenn man Magier spielt. Da ist noch eine Sichel. So. Ich will mich hier nochmal ein bisschen umschauen, ob ich auch wirklich alles tot habe, was hier war. Ein Gnom. Da ist ein Pilz. Da ist ein Heilkraut. Eine Beere, kein Heilkraut. Ich gucke hier auf Heilkraut. Was haben wir hier denn noch? Steinplatte. Ha, da haben wir eine Steinplatte. Das ist genau sowas, meine ich. Oh, groß. Hm. Links. Hm. Links, rechts, rechts, links. Schade. Links, rechts, rechts, links, links. Was haben wir drin? Knüppel, großer Heiltrank, Telekinese, Fackel, Kerzenleuchter. Okay. Einige ganz nette Sachen waren dabei. Hier auch noch was? Nein, hier gibt's nichts. Oder? Nein. So. Wollen wir nochmal eben da oben auf den Turm gehen? Mal schauen, was da ist, bevor wir runter oder hochgehen. Aber nicht ohne Waffe. Hier gehe ich aber mit Nahkampfwaffe, denke ich mal. Oder mit Magie. Mal schauen. Von der Ecke schauen. Keiner da. Von der Ecke schauen. Ein Gnom. Tot. Sehr schön. Also Entermesser noch mitnehmen. Die Steinplatten absuchen. Nix. Ist hier gar nicht gelohnt, hier oben hochzukommen. Nur wegen einem Gnom. Hm. Na egal. Ein Bett gibt's hier nicht. Nein, ein Bett gibt's hier natürlich nicht. War ja klar. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich hier mal mit ihm schlafen können. Dann eine Steinplatte? Nein. Steinplatten lese ich mir übrigens später. Da lang oder da lang? Ich gehe erstmal hier lang, würde ich sagen. Automatisches Speichern. Hä? Ach, da ist eine Tür. Da kann man doch sicher dran ziehen. Haha, kann man wirklich. Geht hier was auf? Ah, ne, da vorne geht was. Oh, 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 Skelett. Wenn hier Skelette sind, bedeutet das, dass wir hier... wer ist mal sind? In der Festung, wo die... Wo der Untote wohl sein wird. Zack. Tot. Jetzt kann ich mal so eine einfache Truhe hier looten, während das da einfach zerplatzt gleich irgendwann mal. 18 Pfeile, bring den Bogen gibt, Heiltrank und eine Beere. Gibt es sonst noch irgendwo was? Ne, scheinbar nicht. Nein. 120 Erfahrungen geben die. Das ist ganz nett. Ist echt ganz nett. Skelettkrieger. Goldmünzen, ja. Standardzeug, was die eigentlich immer bei sich haben. Da liegen Goldmünzen. Ich glaube, ich trinke mal hier vorher einen Mana-Trank. Man weiß ja nie. Und ich könnte jetzt mal ja meine Runen demonstrieren. Ah, ich demonstriere mal meine Runen. Schaut mal hier. Lichtzauber. Ein bisschen nervig, meiner Meinung nach, weil er immer im Auge ist. So. Ey. Ich habe hier irgendwas gehört. Total uncool. Oh, ein Skelettkrieger. Was zum...
Na komm, ich tauche den eben schnell mit dem Bogen auf und dann machen wir noch platt. Aha. Aha. Oh, verdammt. Hat mich erwischt. Ich habe jetzt die Distanz unterschätzt, die er zwischen mir und sich hatte. Rostiges Schwert. Mhm. Dann trinke ich mir eben noch einen kleinen Heiltrank. So. Ich sehe aber gerade, wir müssen eben mal pausieren. Wir machen uns nächstes Mal direkt hier in dem Gemäuer weiter. Bleibt mir erhalten. Es bleibt spannend.